Wir sehen ein Fußballspiel. Ein Spieler mäht einen anderen um. Treue? Fehlanzeige. Der am Boden liegende bekommt noch einen Schlag in den Nacken, und der Schiedsrichter bestraft überraschend die Opfermannschaft, nicht den Täter. Unverständlich? Naja, der Täter ist Mitglied einer berüchtigten arabischen Großfamilie. Willkommen in einem anderen Deutschland. Kriminelle Banden aus arabischen Großfamilien sind das Thema im ersten. Die Brennpunkte heißen Bremen, Dortmund, Essen und Berlin. Es geht um Schutzgelderpressung, Drogengeschäfte und Ehrenmorde. Mehr denn je fühlt sich der Staat unter Druck. Viele Gegenden, in denen diese organisierten Verbrecher wirken, meidet die Polizei angeblich. Der Bürger sowieso. Es gelten eigene Regeln. Oder wie man hört, natürlich ist unsere Welt geschlossen. Eine geschlossene Welt, in der man die Dinge gerne nach Babu-Art regelt. Wer schneller schießt oder zusticht, der gewinnt. Die Clans, wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen, heißt die kurze, aber intensive Reportage, die eintaucht in die Welt, die parallel zu nennen schwer verharmlosend wirkt. Miri, das bedeutet Teppichmuster. Miri heißt aber auch der Clan, der Wikipedia ein eigener Eintrag wert ist. Allein in Bremen sollen 30 Familien diesem Verbund angehören und damit mehr als 2500 Mitglieder. Khaled Miri ist einer von ihnen. Er spricht viel von Familie und Zusammenhalt. Er postet im TV in einem T-Shirt, auf dem I am Cocaine steht. Er fühlt sich wohl vor der Kamera wie ein Held. Er glaubt, er komme rüber als cooler Gangster. Gewalt, sagt er, kommt überall vor. Und schiebt nach, auch bei uns. Gewalt sei allerdings das letzte Mittel. Dieses letzte Mittel muss leider sehr oft eingesetzt werden. Oder wie Khaled Miri befindet, die Menschen wissen, die können nicht mit uns umgehen, wie die wollen. Damit's auch verstanden wird, übersetzt er das noch, die wissen, wenn sie mit uns respektlos umgehen, dann wird's Konsequenzen haben. Ernsthafte Konsequenzen. Also das letzte Mittel. Wie so oft. Die Clans, sie sind entstanden, als Flüchtlinge in den 80er Jahren aus dem Libanon und der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Die Angehörigen dort, in der Heimat, sind zufrieden mit Deutschland. Oder wie ein Dorfhäuptling in der Türkei sagt, Deutschland steht auf der Seite der Armen. Die Verwandten richten es schon, denn sie bekommen ja eine Art Gehalt dort, also Sozialhilfe. Und ihre Kinder arbeiten. Allah sei Dank, hat sich unsere Situation hier deutlich verbessert. Und meine Kinder besitzen jetzt einige Hotels, auch eine Tankstelle. Zum Glück geht es mir jetzt sehr gut. Khaled Miri bringt es auf den Punkt. Wir wollen auch den Reichtum haben, den andere haben. Wenn sich in einem Gerichtsprozess gegen seinen Clan die Verfahren wenden, kommentiert er, dafür kann ich nichts, wenn ein Zeuge sich plötzlich nicht mehr erinnert. Das kommt vor, befindet Miri lapidar. Die Menschen haben Respekt vor uns. Wir erinnern uns. Gewalt. Letztes Mittel. Was ist aus der 100 Kilo Goldmünze geworden, die aus dem Berliner Bode-Museum geraubt würde? Wer hat den KDW-Überfall zu verantworten? Das ist euer Land, das sind eure Gesetze, mein Clan-Mitglied Khaled Miri.